Ich bin noch nicht bereit, Herr, sagte ich Gott damals. Ich bin noch nicht bereit, meinen Vater zu verlieren. Wieso hast du das zugelassen? Pastor Moxin und seine 22-jährige Tochter Mercilyn waren auf der Insel Mindanao im Süden der Philippinen auf dem Heimweg, als sie von islamischen Extremisten erschossen wurden. Als es Nachmittag wurde, fragten wir uns, warum sie noch nicht zu Hause waren. Es war bereits 15 Uhr und wir konnten sie nicht erreichen. Wir machten uns Sorgen. Ich ging zu unserem Haus und schaute, ob sie schon zurückgekommen waren. Und dann kam jemand zu unserem Haus. Es war Pastorin Ornado. Als sie ankam, sagte sie zu meiner Mutter, Lynn, erschrick jetzt nicht. Meine Mutter fragte, warum? Und dann erzählte sie meiner Mutter, dass mein Vater in einen Hinterhalt geraten war. Meine Mutter dachte, er sei im Krankenhaus und würde noch leben. Aber die Pastorin erklärte ihr, dass er schon tot sei. Dann fragte meine Mutter, wo meine Schwester Mercy sei, ob sie im Krankenhaus sei. Als die Pastorin sagte, dass sie auch tot sei, fiel meine Mutter in Ohnmacht. Vater und Tochter waren dafür bekannt, dass sie in muslimisch geprägten Dörfern von Jesus erzählten. Sie zeigten den Jesus-Film, wo immer sie hinkamen. Dieser Mut führte schließlich zu ihrem Tod. Sie forderten schon lange, dass mein Vater aufhörte, Pastor zu sein. Aber er wollte nicht aufhören. Er liebte es, Missionar zu sein und predigte sonntags im Radio. Dort predigte er in der lokalen Sprache. Es gab viele Warnungen und Drohungen, aber er hörte nicht auf sie und machte weiter mit seinem Dienst für Gott. Er hat uns nie davon erzählt. Vielleicht, weil er nicht wollte, dass wir uns Sorgen machen. Wir haben es erst von seinen Freunden erfahren, denen er seine Probleme erzählte. Besonders für Junjun war es schwierig, mit dem Verlust seines Vaters und seiner Schwester umzugehen. Er war erst 12 Jahre alt. Ich war wirklich wütend. Dieser Zorn saß tief in meinem Verstand und meinem Herzen. Ich wollte Rache für meinen Vater und meine Schwester. Und ja, ich war auch wütend auf Gott. Ich habe ihn gefragt, warum uns diese Dinge passiert sind. Es gibt schlechtere Menschen als uns da draußen. Wir haben nie aufgehört, dir zu dienen. Jeden Sonntag und jeden anderen Tag haben wir zu dir gebetet. Wieso hast du erlaubt, dass uns sowas zustößt? Junjun geriet in seinen jungen Jahren schnell auf Abwege und musste für einige Monate ins Gefängnis. Es war mir egal, ob ich sterben würde. Mein Leben war ruiniert. Bis ich ins Gefängnis kam. Und dort veränderte ich mich. Nach dem Gefängnis kam Junjun für einige Jahre in Timothys Krippe, wo auch sein kleiner Bruder Junex untergebracht war. Timothys Krippe ist ein Zufluchtsort für Kinder, den Open Doors durch ihre Hilfe unterstützen kann. Hier können sie behütet leben. Als Pastor Moxin starb, bat seine Frau Evelyn, Mario und Wilma, die das Kinderhaus leiten, um Hilfe mit Junjun und Junex. Uns motiviert in erster Linie die Berufung durch Jesus. Wir konnten nicht Nein sagen. Zweitens wissen wir, dass großer Bedarf da ist. Wir sind hier, um diese Probleme mit Gottes Hilfe zu lindern. Und drittens, der Grund dafür, wieso wir dieses Haus eröffnet haben, ist, dass ich sowas selbst erlebt habe. Ich habe auch schon auf der Straße gelebt. Ich habe die Not selbst erlebt. Deshalb muss ich einfach für diese jungen Menschen da sein, die unsere Hilfe brauchen. Mein Leben hat jetzt einen tieferen Sinn. Ich habe die Gewissheit, dass ich in den Himmel kommen werde, weil ich Jesus als meinen Retter angenommen habe. Hier in der Krippe habe ich viel gelernt. Hier habe ich wieder gespürt, dass Jesus mich beruft. Ich wurde daran erinnert, immer zu beten und dass ich Gott dienen sollte.
Seit dem Tod von Pastor Moxin und Mercilin unterstützt Open Doors die Familie. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen und Junjun, Junix und Emmeline konnten den Mördern vergeben. Die beiden Söhne möchten das Erbe ihres Vaters fortführen. Ich denke, dass ich wieder glücklich werde, weil wir in seine Fußstapfen treten. Wir wollen Menschen helfen und Gottes Wort verbreiten. Damit Leute, die noch nie von Jesus gehört haben, ihn kennenlernen. Allerdings zweifle ich manchmal. Es ist die Wahrheit. Ich möchte nicht wie mein Vater enden. Aber wenn es das ist, was Gott möchte, dann kann ich mich nicht dagegen wehren. Als Christen kann uns nur der Herr sagen, wo wir sein sollten. Wenn ich Muslimen von Jesus erzählen soll, bleibt mir nichts anderes übrig, als es anzunehmen. Danken Sie Jesus dafür, dass er Mario und Wilma berufen hat, Kindern auf den Philippinen in schweren Zeiten zu helfen. Und bitte beten Sie für die Geschwister und alle anderen Christen auf den Philippinen, die die gute Nachricht von Jesus verbreiten möchten und dafür bedroht werden. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin